Und dann setzen wir die ganze Lampe wieder rein hier. Ich stehe jetzt zwar im Parkhaus, das heißt, es ist eigentlich noch einigermaßen hell hier draußen. Und ich habe mir hier auch schon, ich mache mal die Zündung aus, eine LED verbaut. Bringt jetzt allerdings von der Helligkeit jetzt nicht so viel. Ich mache mal Weitwinkel an, denn das ist nämlich ungefähr die Realität der Dunkelheit. Und das Schlimme, und das nervt mich eigentlich bis heute, ja, meine beiden Kinder sitzen da in ihren Kindersitzen und man sieht sie quasi eigentlich gar nicht. Man sieht auch die Sitze nicht wirklich. Und jetzt, ups, nach, keine Ahnung, 30 Sekunden ist auch die Lampe ausgegangen. Und jedes Mal, wenn wir sie anschnallen oder irgendwas suchen zwischen den Sitzen, ist das einfach, es macht keinen Spaß. Und auch hier sieht man es, ja, Parkhaus, gut beleuchtet. Aber sobald ich ins Auto reingucke, und wie gesagt, das entspricht wirklich der Realität, es ist einfach nur dunkel. Wie gesagt, da vorne ist die Lampe. Ah, ne, ist schon ausgegangen. Es ist einfach nur dunkel. Es macht keinen Spaß. Da haben sie echt nicht mitgedacht. Ja, ich weiß, für ein gutes Video hätte ich warten müssen, bis Tageslicht da ist. Aber ich habe so die Schnauze da voll gehabt. Ich habe gerade die Kinder weggebracht, wieder nichts gesehen. Und ich habe ja hier mal so eine kleine LED, so fitte schon eingebaut. Sieht man die? So. Die hat aber extrem in der Helligkeit nachgelassen. Und ich werde das jetzt so machen, wie in allen anderen Autos. Und da ich jetzt von unten hier dieses Gläschen nicht raushebeln wollte, in der Angst, dass ich mir das hier an der Seite, also quasi hier zerkratze und die Abdeckung sich ja hier einfach runterziehen lässt, ohne große Probleme, werde ich hier gleich mal gucken, was ich hier an Grundfläche habe, beziehungsweise das Ding hier einmal raushebeln von innen sauber und dann geht es drinnen weiter. Wir haben nämlich gerade minus 3 Grad. Boah. Hä, da sitzt du immer noch im Auto? Leute, es ist jetzt hell draußen. Ich sitze immer noch an dieser, ich müsste es auspiepen, Lampe, um diesen verfluchten Stecker hier zu lösen, der so einen kleinen Pinökel hat, den man aber nicht mit der Hand reindrücken kann, jedenfalls weiß ich nicht wie. Das heißt, ich habe mir hier irgendwie hier Hebel sonst was gebaut. Ich bin zum Glück nicht abgerutscht, dann würde ich vielleicht jetzt hier nochmal mit Pflaster im Krankenhaus haben, wollte ich gerade sagen. Und jetzt habe ich den endlich nach oben gedrückt gekriegt und kann ihn hoffentlich, um euch das zu zeigen. Oh. Ja, alter Schwede. Ich krieg Plack. Das war eine Aktion, das möchte ich nicht nochmal wieder haben. Aber ich habe anscheinend die Stecker und die Buchse nicht beschädigt. Boah, also wenn ihr nicht wisst, wie es genau geht, dann wird das eine Scheißaktion. So, jetzt habe ich es doch gesagt. So, ich habe mich wieder abgeregt. Und da habe ich den kleinen Kerl. Für alle, die es interessiert, mal so ein bisschen genauer ins Detail gucken. Ein Ausschalter in der Mitte reagiert auf die Tür dauerhaft an. Jo. Und von der Verarbeitung her ist das, ist halt nur eine Abdeckung, ne? Aber keine scharfen Graten, nichts, wo ich mir jetzt die Finger aufschneiden würde. Ja, gut, hier drinnen, egal, das sieht kein Mensch und da kommt auch nichts ran und könnte man schöner machen, aber völlig wurscht. Ja, das, was mich gerade hier geärgert hat, war, dass der Pinökel hier hinter sitzt und das hier nicht wirklich flexibel ist und der Pinökel von diesem Stecker, der lässt sich auch nicht wirklich runterdrücken. Das ist keine Option zum Runterdrücken, der ist fest auf dem Stecker drauf. Gibt es garantiert einen Trick, wie man das einfach runterkriegt, aber ja, ich kenne den Trick nicht. Gut, ich hatte schon mal gesagt, ich habe hier, ich nehme die mal raus, eine LED-Soffitte, die wurde, glaube ich, auch damals mal im Springforum empfohlen und jemand hat, danke nochmal dafür, ich habe bloß den Namen mal wieder vergessen, sorry, mir davon auch hier zur Verfügung gestellt, aber die sind jetzt dunkler geworden mit der Zeit und ich würde jetzt behaupten, die sind sogar dunkler als das originale Leuchtmittel. Von daher muss das Ding rausfliegen, weil irgendwie alle halbe Jahre wechseln macht ja auch keinen Sinn. Und die Herausforderung, wie ihr seht, so eine Soffitte hat jetzt nicht so viel Platz eben, um da LEDs ranzukriegen. Hier ist dieser kleine gelbe Streifen, da sind glaube ich so 4, 5, 6 LEDs drin und das war's. Ja, aber warum habe ich das Ding jetzt rausgenommen? Ich habe nämlich sehr gute Erfahrungen gemacht bei meinen anderen Autos, wo ich das bis jetzt gemacht habe. Ja, die ganze Fläche hier zu nutzen, um da Licht reinzubringen. Hier der Steg ist so ein bisschen hinderlich für das Vorhaben, geht aber trotzdem. Das heißt, ich habe hier eine relativ große freches Ding hier, die man mit LEDs bestücken kann. Und das habe ich, wie gesagt, in den anderen Autos
auch schon gemacht mit einem richtig krassen Ergebnis. Und das, also wie gesagt, mein Prius, da habe ich vorne die Lampe ausgerüstet und hinten die Lampe bei den Mitfahrern. Und du hast die Kiste aufgemacht und ja, es war also mehr als taghell, das war atomkrafthell. Und das möchte ich auch machen, weil dann kann ich mir vielleicht auch das Basteln ersparen, um irgendwie hinten rein zu, Licht reinzubekommen. Wenn das Ding hier vorne so richtig hell wird, dann reicht es vielleicht auch für hinten. Mal schauen. Ja, jetzt habe ich hier schon wieder minutenlang gesappelt. Ich wollte es eigentlich nur ausmessen, weil ich muss ja die richtige LED finden. Und ich würde sagen, so, wenn ich die Kurve abrechne, sollte ich nicht viel mehr als 4 cm breit werden mit dem LED-Panel. Und mit dem Steg hier, schauen wir mal, 4,5 cm. Also ich brauche irgendein LED-Teilchen, was maximal 4 mal 4,5 cm groß ist und auf 12 Volt läuft. Dann schaue ich mal, was ich finde. Ja, während ich hier so surfe bei eBay, AliExpress und nach den passenden Panels Ausschau halte, sagte mein Gehirn irgendwie: Warte mal, du hast doch damals auch schon irgendwie Fünferpacks oder sonst was bestellt. Guckst du mal im Keller, ob da noch irgendwie was übrig ist. Und ja, wie ihr seht, ich habe hier noch einiges rumliegen, selbst die Panels und hier noch Soffitten mit LEDs und keine Ahnung, hier auch noch mal was. Und vor diese Zwischenhalterung, das ist nämlich für euch gut, weil, wie ihr wisst, ich mag immer nicht so basteln, dass man es nicht wieder rückgängig machen kann. Und mit den Dingern kann man halt hier bei der Lampe einfach, ach guck mal, das sieht man sogar, das hier so reinsetzen. Und dann braucht man nichts löten. Also ich schau mal, was davon passen könnte. Dann brauche ich vielleicht nichts bestellen. Auch wenn das Video dadurch wieder ein Tick länger wird, möchte ich nochmal darauf eingehen, warum ich eigentlich diese Panels hier einsetze. Also das zum Beispiel ist eine Originalsoffitte, die hier vom Spring, die ist nur 5 mm länger, wie man hier sieht. Aber das Prinzip ist das gleiche, ist ein kleiner Glühfaden dran. Meistens haben die 5 Watt ja, und verbrauchen halt 5 Watt und leuchten auch mit 5 Watt. Dann hatte ich ja gedacht, diese hier bekommen, diese Soffitte, wo man sieht, das Gelbe hier. Da sind die LEDs hinter. Und wie ihr sehen könnt, zum Beispiel zu diesem Panel, das hat wahrscheinlich, ich weiß nicht, so das 10-fache bis 20-fache an Fläche, die leuchten kann. Und die war am Anfang ganz gut, war auch heller als das Original, aber ja, hat jetzt nachgelassen. Vielleicht durch Hitze, schlechte Verarbeitung, man weiß es nicht. Und das Gleiche ist eigentlich auch bei solchen Soffitten. Hier, da ist noch eine High-Power-LED drin. Die hat natürlich auch einen engen, begrenzten Winkel, also sie leuchtet steil nach unten. Und aufgrund der Größe und der nicht vorhandenen Kühlung, außer dieser kleine Block hier, kommt da auch nicht so viel raus. Jetzt kann man überlegen, okay, ich spare mir das mit diesen Panels. Ich nehme einfach eine Soffitte, sowas wie diese hier, die ja so ein bisschen, also von optischen so eine Art wie das hier ist. Aber dadurch, dass das auch nur eine 35 mm Soffitte ist oder 36, passt da auch nicht so viel LED dazwischen. Man geht halt in die Breite, aber die meisten Lampen sind ja auch begrenzt in der Breite. Kühlung ist hier auch nicht vorhanden. Es wird definitiv heller sein schon mal als hier diese Variante, weil es sind einfach mehr LEDs. Aber das Optimum ist es auch nicht. Also, die Dinger. Die Dinger habe ich im Prius verkauft. Ich habe keine Ahnung, woher die ich habe, was ich damit gemacht habe. Im Prius verbaut, bei uns im Kia verbaut. Der hat nämlich überall LED-Beleuchtung, nur hinten im Kofferraum nicht. Jetzt hat er zwei davon und im Kofferraum zum Beispiel ist es taghell. Ich weiß bloß leider nicht mehr die Leistungsdaten. Die dürften auch so bei 2 bis 3 Watt liegen. Ich habe jetzt mal geguckt. Ihr habt hier die Original-Innenbeleuchtung. Es würden beide passen, von der Größe her. Also es würde sogar noch größere passen, aber ich habe die ja nun mal gerade liegen. Von innen sieht es nun mal so aus. Kann man nicht viel ändern, außer man macht da irgendwie noch so ein Milchglasblatt oder keine Ahnung was hin. Aber ich sage euch aus Erfahrung aus, man nimmt es nicht wahr, weil man da oben einfach nicht hinguckt. Und gerade wenn das Licht an ist und hell ist, guckst du erst recht nicht rein, weil dann verblitzt dir die Augen. So, und das Ding passt sogar noch ein bisschen besser, wie ihr seht. Auch hier habe ich nach links und rechts, also nach links, also egal, einen Zentimeter Platz. Also da könnte man noch ein bisschen breiter werden. Aber so ist das schon mal so halbwegs, jetzt noch nicht mittig. Also es wird dann ungefähr so aussehen und wahrscheinlich sogar optisch besser als diese Einzel-LEDs. Ja, ich werde es jetzt mal noch nicht einkleben, sondern mit diesen Teilchen, die ich vorhin gerade schon beschrieben habe, die lustigerweise auch dabei sind. Und es ist quasi steckerfertig. Ihr müsst nichts löten und sonstiges, sondern ich stecke das nur noch zusammen. Fertig.
Ja, vielleicht, noch so ein bisschen Elektriker-Tape drüber, sodass hier nichts drankommen kann. Aber ja, auch die Kontakte sind quasi im Stecker. Also was soll da passieren? Notfalls kommt halt die Sicherung vom Auto, würde ich jetzt mal sagen. Ich nehme natürlich keine, übernehme keine Gewährleistung für das, was ich hier sage, beziehungsweise was ihr da selber bastelt. Und die Herausforderung hier, ihr seht, rotes Kabel ist also die Plusleitung, Minus ist die Minusleitung, Minus, haha, schwarz ist die Minusleitung. Die einzige Herausforderung, die ihr jetzt habt, na, ihr wahrscheinlich nicht, weil ich das jetzt gleich messen würde. Wo ist Plus, wo ist Minus? Also entweder ist der Pol hier Plus und der Pol ist Minus oder umgekehrt. Hier bei dieser Standardlampe mit Glühfaden ist das völlig egal, in welche Richtung der Strom fließt. Ja, bei LEDs, also nicht hier, sondern hier bei LEDs, wäre das Kabel wahrscheinlich auch nicht rot und schwarz, sondern komplett schwarz, ist es wichtig. Es geht letztendlich nichts kaputt, aber ich werde gleich nochmal rausgehen, am Stecker messen und dann kann ich euch sagen, hier, das ist rot, schwarz, och Mann, das ist Plus oder das ist Minus. Aber zurück zu dem Ding, das ist relativ simpel, das ist hier so federnd gelagert und ihr braucht es eigentlich nur noch, na, was heißt nur noch, ne? Es ist halt alles fragil, oh, die Katze. So, und das war's schon mit der Montage. Durch die Feder wird das gehalten. Ich habe es in Kia auch so gemacht, also nicht geklebt oder sowas, sondern auch mit so einer Soffitte, also mit so einer Federsoffitte. Und das war's. Der nächste Schritt, also ja, je nachdem, wo ich gleich feststellen werde, was Plus und Minus ist, wäre dann, dass ihr hier das hier reinsteckt. Dann müsste man das hier nur noch reinpöbeln. Also egal ob links, rechts, zum Testen mache ich es natürlich erstmal lose. Kabel hier vielleicht noch ein bisschen reinlegen oder hinterlegen. Das kann man sich ja schön machen. Oder man nimmt sich einen Kabelbinder und pöppelt das hier oben drauf fest. Oben ist Luft in dieser Halterung vom Spring. Das ist völlig egal. Und dann war's das. Dann müsst ihr das Ding nur noch einklippen. Fertig. Ja, ich werde mir gleich das Messgerät schnappen, im Auto messen, das Ganze einmal anschließen, vielleicht auch gleich reinklipsen. Es ist nur gerade hell draußen. Und heute Abend dann einfach mal einen Test gehen. Vielleicht brauche ich dann gar nichts mehr Neues bestellen, aber ich werde auf jeden Fall was raussuchen, was passt und euch das dann auch verlinken, damit ihr nicht selber wie die Doofen sucht. Dann sehen wir uns im Auto wieder. Wie ihr sehen könnt, es leuchtet. Der Stecker hier oben steckt auch nur ganz vorsichtig drin. Ich habe mal die Taschenlampe hier vom Handy angemacht. Und hier könnt ihr sehen, der kleine Pol, also das kleine Benökelchen, ist Plus. Macht das mal scharf. Ja. Und der lange Steg hier oben ist die Minusleitung. So, das ist schon mal ganz gut hell. Ich probiere jetzt, sorry, ist wieder komplett unscharf, das Ding auch gleich nochmal aus. Dann klöppel ich das mal kurz zusammen zum Testen. Also auch das Ding ist hell, aber ich kann da jetzt keinen Unterschied wirklich feststellen. Die sind irgendwie beide gleich hell. Das heißt, aufgrund der Optik werde ich den hier verbauen. Also das ist jetzt ganz sporadisch hier befestigt. Ich habe die Lampe nicht ganz eingeklipst. Ich muss heute auch kein Auto mehr fahren. Und werde dann das heute Abend schon mal testen. Aber man sieht es schlecht, weil ich halt direkt gerade ins Licht filme. Es ist jetzt schon ziemlich hell, wie erwartet. Ich bin auf heute Abend gespannt. Und vor allem, viel wichtiger, ob man dann hinten wesentlich mehr sieht und ich mir das sparen kann, da noch irgendwas zu machen. Weil die Idee ist, und das ist eigentlich auch relativ einfach umzusetzen, vielleicht hier zwei Strahler oder auch noch ein Panel, ich weiß nicht, irgendwas reinzusetzen. Weil die andere Lösung wäre nur, ich bohre hier irgendwo ein Loch, führe hier eine Leitung durch. Es ist wahrscheinlich relativ einfach mit einer Einführhilfe. Ich weiß nicht, hier sitzt so eine Querstrebe, das ist immer ein bisschen blöde. Würde ich wahrscheinlich auch irgendwie kriegen. Und stöpsel mich damit an der Lampe dran. Da hätte ich hinten richtiges Licht. Aber auch ein Loch im Himmel. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schauen heute Abend, wie es aussieht. Es ist dunkel. Ich habe jetzt mal auf Weitwinkel gestellt. Das entspricht nämlich der realen Helligkeit, die hier gerade herrscht. Und jetzt machen wir mal auf, ne? Oh, ich glaube, den Unterschied sieht man schon mal. Also vorne ist es taghell. Hinten bin ich jetzt keine Referenz, weil ich getönte Scheiben habe. Mache ich mal so auf. Und es fehlt auch gerade ein Kindersitz. Aber zumindest kommt hier in der Mitte Licht an. Was schon mal sehr helfen wird beim Anschnallen. Ansonsten, ich schalte mal nochmal auf einfach. Genau. Und drehe die Helligkeit ein bisschen runter. So entspricht es. Na, noch ein bisschen dunkler.
der Realität. Also es geht einigermaßen. Aber wer vorne ist es jetzt. So, hier muss ich irgendwie höher drehen. Genau, das entspricht der Realität. Damit kann man schon mal zumindest vorne arbeiten. Ja, aber für hinten, ich bin immer noch nicht zufrieden. So, da kommen auch schon die Kiddies. Ja, mal gucken, was ich mache. Guten Morgen, nochmal ein Nachtrag. Jetzt geht diese Lampe wieder aus. Ich glaube, ich muss nochmal in die Steuergeräte rein. Also, es ist richtig schön hell, so wie es sein soll. Man darf natürlich nicht oben direkt in die Lampe gucken, das ist doch schon sehr hell. Aber das Wichtigste eben beim Kinderanschnallen, ich fühle mal so, damit ich den nicht pixeln muss. Jetzt muss ich doch pixeln, danke Mädels. Guckt ihr bitte weg. Danke. Jetzt mache ich ja quasi selber den Schattenwurf. Wir konnten sie zumindest, jetzt ist die Lampe wieder ausgegangen. Wartet mal ganz kurz. So. Wir konnten sie vernünftig anschnallen, weil zumindest in der Mitte Licht ist. Also es hat jetzt schon Mehrwert. Das ist, guckt ihr mal bitte kurz, ganz kurz weg oder haltet ihr euch mal die Gesichter zu? Gesichter zu halten? Super. Man sieht hier, links und rechts ist es immer noch relativ dunkel. Also es ist noch nicht die perfekte Lösung, jedenfalls nicht für hinten. Aber für vorne, ich glaube mal, das sieht man hier so super hell. Bin ich zufrieden mit, kann man machen. Für die paar Euro. Link ist wie immer in der Beschreibung. Da sich es gerade anbietet, auch wenn es jetzt nicht dunkel ist, so sieht das bei uns im Kia nachgerüstet aus mit zwei von diesen Teilen und super hell. Ich habe das Ganze jetzt eine Woche getestet, also so schräg eingekleckt gehabt und hier auch nichts befestigt. Und ja, läuft. Also heller geht's nicht und viel heller wäre das Ganze schon unangenehm. Früher, in Anführungsstrichen, früher klingt immer so lange her, habe ich dieses LED-Plättchen so befestigt, dass ich hier Heißklebe rangemacht habe, beziehungsweise da unten, das raufgeböckt hat und hat gehalten. Also ewig gehalten. Im Prius hat das jahrelang gehalten, bis ich ihn verkauft habe. Das Problem ist bloß, dann sieht man hier hässliche Klebeflecken. Beim Kia, den ich euch vorhin gerade gezeigt habe, den Kofferraum, da hatte ich das Vorteil, den Vorteil, ich konnte hier das Klebeband abziehen und das quasi innen an die Lampe kleben. Und dann wurde die Abdeckung hier raufgesetzt, war also auch kein Problem. Deswegen sieht das schön aus. Jetzt habe ich überlegt, wie machst du das hier? Habe ich mal ein bisschen im Internet gestöbert und doppelseitiges, durchsichtiges Klebeband gefunden. Und das, glaube ich, für irgendwie knapp 2 Euro. Wenn ich es wieder finde, verlinke ich euch das auch gerne in der Beschreibung. Es ist relativ dünn und soll durchsichtig sein. Und bei Tesa, also Markenband, erwarte ich auch, dass das hält, durchsichtig bleibt, sich nicht verfärbt. Und ich werde das jetzt mal hier unten aufbringen, die LED gegenkleben und schauen, wie es aussieht. Nehme ich euch mit, mir vor allem mit dem Zeitraffer, damit es nicht so langweilig wird für euch. Und ich randrücken. Wackeln. Hält. Erstmal. Und das Gute. So, ich halte das mal ins Tageslicht. Ja, also man sieht jetzt wieder keinen hässlichen Bilder, wollte ich gerade sagen, vom Heißkleber oder ähnliches. Das hält, ja. Haha, hält, witzig. Ihr habt es gesehen, ne? Ja, okay. Tesa, danke. Hier ist es auch schon ab, sieht man, ne? Ich brauche eine andere Lösung. Ich melde mich wieder. Nach einer Woche Wartezeit Versuch Nummer 2 und diesmal mit Tesas Power Strips. Kennt ihr sicherlich, aber diesmal in transparent. Ich bin gespannt. Am liebsten würde ich das Ganze schon so lose lassen, weil es ist zwar fest, aber wie ihr schon hört, würde zur Klapperfalle werden. Und das wäre jetzt, sagen wir mal, nicht so toll. Also fuddeln wir das Ganze wieder auseinander. Und gucken wir mal, ob wir mit den Dingern besser zurechtkommen. Ich hoffe, die sind quasi identisch zu den normalen Powerstrips. Die benutze ich nämlich seit, keine Ahnung, 100.000 Millionen, 10 Jahren. Nein, so viel natürlich nicht. Aber ich lege die nochmal ins Bild. So. Und ja, ich benutze die schon seit Ewigkeiten und die funktionieren immer astrein. Auch das Ablösen funktioniert astrein. Deswegen bin ich umso mehr gespannt. Mal gucken, wie viele überhaupt hier hinpassen
oder ob ich es ein bisschen einkürzen muss. Na, ich denke mal, ein Stück einkürzen schadet nicht. Lass mal gucken, wie die überhaupt aussehen. Ja, komplett durchsichtig, inklusive Klebefolie hier. Jetzt ist nur die Frage, klebe ich das so mit den Leitungen nach da? Oder so? Nur die Lampe hängt so drin. Das heißt, die Kabel sieht man wahrscheinlich hier am wenigsten auf der Seite. Dann klebe ich das Ganze mal so rein. Uah, ja, es klebt. So, das sollte reichen. Ich drücke es jetzt mal an. Ja, also den Klebestreifen kann man nicht so wirklich wahrnehmen. Klar, wenn man genau weiß, wo er geklebt ist, sieht man ihn. Aber wenn die Lampe nachher angebracht ist, fällt das Gelbe auf, aber alles andere nicht. Ja, sehr schön. Es sieht aus, als wenn es halbwegs fest ist. Ja, durch die Rundung ist noch ein bisschen Spielraum, aber ich denke mal, dadurch, dass es die ganze Zeit so im Auto hängt und die Schwerkraft ja das runterzieht, in Anführungsstrichen. Und wichtig ist ja, dass es nicht klappert. Jetzt werde ich das wieder festtüdeln, gucken, dass da keine Klapperfalle entsteht und dann geht es auch schon wieder ins Auto. So, klappert nichts. Natürlich könnte man jetzt hier noch was rumwickeln, wenn man wollte. Oder ein bisschen Schaumstoff nehmen oder. Aber ich glaube, das ist hier nicht notwendig. Schauen wir mal. Also schön ist momentan anders. LED, Schalter und kein Stativ mit. ich versuche mal trotzdem, ob ich das so eingefangen kriege. Also ich werde diesen Stecker hier raufsetzen. Ich lege ihn mal kurz weg. Da bin ich wieder. Ja, der Stecker ist jetzt festgeklickt. Ich möchte den auch noch nicht wieder lösen. Das war nämlich echt nervig. Und dann setzen wir die ganze Lampe wieder rein hier. Jetzt geht sie wie immer aus. Hier kann man gucken, wo es hinter muss. So. Das sieht gut aus. Wo ist der Schlüssel? Ich kann auch die Tür offen zumachen. So, schön, dass beim Zumachen das Licht wieder angeht. Auch nicht schlecht. Mach ich es mal manuell aus. So, ist aus. So ist an. Und so ist auf Tür gestellt. Wie hell es ist, habt ihr ja schon gesehen. Und ja, ich mache mal Weitwinkel an. Sobald die Lampe aus ist, ja, ist jetzt schon von selber aus. Es fällt überhaupt nicht auf, dass da jetzt ein richtig geiles Leuchtmittel drin sitzt. Von daher würde ich das Projekt Beleuchtung für den Vorderbereich als abgeschlossen betrachten. Aber ich habe immer noch keine Lösung für da hinten gefunden. Also kommentiert bitte unbedingt, wenn ihr wisst, wie wir hier hinten komfortabel, am besten auch noch rückbaubar Licht reinbekommen, ohne dass ich hier irgendwo bohren muss. Das wäre super. Ich danke euch.